Auf zum Beach! Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir gehen heute zum Beach, zum Strand. Und heute geht es mir um das Thema Hater. Genau. Und zwar, wir wollen heute mal analysieren, was überhaupt Hater für Menschen sind und warum die Leute das überhaupt tun. Hater, die haben viele. Das ist nicht nur auf YouTube oder auf Facebook so, sondern Hater, das sind immer Leute, die neidisch auf einen sind. Das sind Leute, die neidisch auf einen sind und den Erfolg natürlich nicht gönnen oder denen einfach nur langweilig ist, weil sie einfach ein beschissenes Leben haben. Eins von beiden. Und ja, auch ich habe Hater und ich hatte auch damals Hater, als ich neu mit YouTube angefangen habe. Und ja, mich hat das nie gejuckt, aber natürlich, wenn ein neuer YouTuber anfängt und ein Hater erstmal einen YouTube-Kanal eingenommen hat, dann ist es schlecht für einen YouTuber, weil er disliked und sagt, du schlecht bist und die ganze Palette und was dazu gehört. Sollte man es ignorieren? Sollte man ihn blockieren? Nun ja, ich habe schon viele Hater blockiert, habe aber auch viele Hater machen lassen, weil es mich einfach nicht juckt, weil ich es einfach nur lustig finde, weil ich lache über die Hater, über die Dummheit von den Hatern und ich lache die Hater aus. Nur die wissen das nicht, dass ich sie auslache, weil sie mich nicht kennen. Wenn die wüssten, dass ich 23 Jahre alt bin, eine eigene Bude habe, einen tollen Shop, wo ich fast 2 netto verdiene, 2000 netto, und ja, das kann ich nicht bringen. Ich stelle mich lieber als der dumme junge Zocker hin. Ich bin der dumme junge Zocker. Moin, 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 bla, bla, bla. Ja, ihr habt alle recht. So. Leute, lasst euch nicht von diesen Hatern, irgendwie unterkriegen. Es sind einfach nur Lappen. Mehr kann man das nicht bezeichnen. Und die haben alle eine psychische Störung. Die werden irgendwann mal alle im Puff landen. Oder die werden irgendwann mal als, Choleriker enden, also als irgendwie die arbeiten irgendwo und dann schreien die rum und so und der Chef kündigt die dann und irgendwann mal landen die auf der Straße. Krasses Beispiel. Einfach nicht ignorieren, ihr müsst cool bleiben, weil ihr seid nicht scheiße, weil ihr seid nicht scheiße, sondern der Hater ist scheiße. Ja, das ist eine ganz arme Kreatur. Und ihr müsst ihn euch immer bildlich als Opfer vorstellen. Das ist so der typische Hater. Ne? In der Schule gemobbt, da muss er natürlich jetzt einen auf Täter machen und einen im Internet einen Gangster raushängen lassen. Was natürlich totaler Quatsch ist. Der größte Quatsch der Welt. Aber naja, so ist es halt. Die Dummheit lässt grüßen. So, genau. Habt ihr auch schon Hater gehabt? Habt ihr die gleich blockiert? Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Hater kennt aus dem Real Life, dann sind das keine Hater, sondern dann sind das eher Mobber. Und da hilft eigentlich nur eins, dass du die Zähne rausschlägst von den Mobbern. Genau. Der einzigste sichere Weg, den man machen kann. Und nicht fragen, was für Konsequenzen es haben kann, sondern Leute, wenn dich jemand mobbt, dann hau ihn, dann schlag ihn nieder, ehrlich. Das ist meine persönliche Meinung, mein Rat an euch. Oder wenn ihr eine Colaflasche in der Hand habt. Bam! Auf den Kopf, rüber. Wenn der Tote ist selber schuld. Er ist der Täter. So. Knallhart müsst ihr da sein. Ihr könnt nicht mehr so Weichei sein hier. Ne? Regenbogeneltern, Regenbogenkind geht nicht hier. Das Leben ist hart. So. Okay. Das war so ein kleines Video über Hater und so. Und, was das für Leute sind. Natürlich trifft das auf die meisten Hater zu, dass sie Kinder sind. Und ja. Boah, voll in die Gruppe von den Brothers rein. Coole Scheiße. Ja, YouTube Gamescom sagt auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal, YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich habe keine Munition mehr und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, freut mich das.
So, moin moin. Oh, da können wir viele Leute abschlachten. Das freut mich schon.